gute alte Mutter Erde wachte eines Morgens auf. Lebensqualität betrachtet eher mittelmäßig drauf. Seit unendlich vielen Jahren zog sie tapfer ihre Bahn. Damals nach dem großen Knall der wilden Zeit als Feuerball teilte sie sich in Land und Meere, bildete eine Atmosphäre. Und das erste Leben hat sich dann von selbst ergeben. Und erstmal war das schön, einfach nur immer weiter drehen. Und du spürst Wurzeln von Pflanzen und kleine Wesen, die auf dir tanzen. Hier und da mal ein Vulkanausbruch, ein kleines Beben. Was für ein wunderbares Leben. Aber eines Tages bemerkte sie ein fürchterliches Jucken. Die Mutter Erde ging zum Arzt, der gab ihr Folgendes zu schlucken. Sie haben Homo sapiens und das sitzt fest. Der lutscht sie aus, bis nichts mehr übrig ist. Der gibt ihnen den Rest. Eine Selbstverwüstungstherapie könnte sie eventuell noch retten. Aber ich würde nicht auf sie wetten. Deprimiert ging sie nach Hause und weinte bitterlich. Aber dann packte sie der Trotz und sie sagte mit mir nicht: Sapiens, du verdammte Laus, dich rotte ich aus. Sie, die schönste aller Erden, ließ ihre Wüsten größer werden, schickte Hagelfluten, Stürme und zerstörte ihre Türme. Die Chemikalien, die sie schluckte, aber es juckte, 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 immer in Wellen, immer am meisten an den gerade hellen Stellen. Da half kein Lava auf die Wunden schmieren, kein Meteor massieren. Und sie ging wieder zum Doktor und der runzelte die Stirn. Ihr Problem kann man nur therapieren, durch Atmosphäre amputieren. Versuchen sie es zu ignorieren, kombinieren mit Abwehrkräfte stärken. Erdbeben unter Atomkraftwerken, die sind hartnäckig, die Brüder. Kommen sie in 1000 Jahren wieder. Und die alte Mutter Erde hat auch das getestet. Aber es hat nichts geholfen, sie war unheilbar verpestet. Der Doktor zog die Stirn in Falten, es ist nicht mehr aufzuhalten. Die Krankheit ist so weit fortgeschritten, Mutter Erde, Madame, ich muss Sie bitten. Es ist uns sehr unangenehm, dem ganzen Sonnensystem. Sie könnten andere infizieren, wir müssen sie isolieren. Klar tun sie uns leid, nach all der langen Zeit. Aber bevor wir alle noch verrecken, besser in Quarantäne stecken. Der Stolz des Universums an den Rand der letzten Milchstraße verbannt. Fast wäre es so gekommen. Aber dann hat alles doch noch einen ganz anderen Lauf genommen. Eines Nachts, sie hat sich eben todmüde ins Bett begeben, spürte sie plötzlich ein Beben, wie sie es selbst nie hinbekommen hätte. Und die Ozeane kochten um die Wette. Es war wie damals nach dem großen Knall, als neugeborener Feuerball. Danach war ihr alles egal, im Schlaf drehte sie sich nochmal. Und als sie erwachte und an das Jucken dachte, da wurde ihr auf einmal klar, ihr Homo sapiens war nicht mehr da. Sagte sie, es war eine harte Kur. Sie kühlte friedlich ab auf Normaltemperatur. Und als die Polkappen dann langsam wieder gefroren, begann alles von vorn.